So, herzlich willkommen mal wieder zu einem anderen Fahrzeug, zu keiner Arti, und zwar zu dem Japaner Medium Chery. Seine Charakteristiken sind ein bisschen merkwürdig, denn er ist riesengroß, hat keine Panzerung und ziemlich wenig Durchschlag. Dafür hat er drei Kugeln im Magazin, zumindest mit einer großen Kanone. Und ja, ist relativ genau. Das war's dann schon, die Pluspunkte. Es ist ein bisschen merkwürdiger Panzer, weil im Nahkampf geht halt einfach alles durch ihn durch. Also, egal wo man ihn trifft, Abpraller sind nahezu unmöglich. Bis auf einen kleinen Bonus, den ich euch zeige. Das war mein erster Abpraller, den ich wirklich wahrgenommen habe in dem Chery. Ansonsten geht nahezu immer was durch. Er hat, glaube ich, eine Seitenpanzerung von 25 oder von 40 oder sowas. Das ist wirklich nahezu unvorhanden, nahezu nicht vorhanden. Das ist einfach nur Blech. Ich bin immer so der Meinung, dass die Japaner hier ein Heavy bauen wollten und dann ist er aufgefallen. Wir haben die Panzerung vergessen. Ach, ist egal, ist ein Medium-Panzer. Also, das Ding ist wirklich unglaublich kacke, wenn es irgendwie aufgedeckt ist, weil Artis so gerne auf das Teil draufschießen. 1250 Schaden kriegen die meisten Artis, die im Stufe 7 Gefecht landen, schon ziemlich gut durch. Und selbst wenn nicht, ist immer noch ihr Alpha-Schaden, der dann meistens durchkommt. Also dann mal irgendwie so 700 oder sowas von einem 12 zu kriegen, ist nicht so geil. So, deswegen habe ich hier auch Scherenfernrohr und Tarnnetz drauf. Für erstens, dass ich Gegner sehe, die möglichst in meine Nähe kommen. Und zweitens, dass ich nicht aufgedeckt werde, wenn ich auf die Gegner schieße. Weil es halt ein Sniper-Panzer ist. Also ich bringe mich auch hier gerade schon in Position, um möglichst zu snipen. Was natürlich doof ist, wenn man hier direkt mal aufgedeckt wird. Ja, sogar der Chef hier kommt durch. In so einem komischen Winkel. Mit HE macht er mir 20 Schaden. Auch wenn es HE war. Es ist nicht schön. Gar nicht schön. Der hat ja nur so eine Mini-Kanone. Der macht ja auch sonst nur irgendwie 80 Schaden oder sowas. Oder 100. Auf jeden Fall nicht viel. Also der hat kein großes Kaliber. Ich bin natürlich mit meinen schnellen Schüssen prima dafür geeignet, Deckung wegzuschießen. In der sich der Jagdpanzer gerade versucht zu verstecken. Da ich nur 10 Sekunden nachlade und dann alle 3 Sekunden eine Kugel rausschießen kann, kann ich ihm auch einfach mal die Deckung wegschießen. Ich habe genug Kugeln dafür. So, da ist die Deckung weg. Jetzt kann ich dir ein paar reinzimmern, wenn ich wieder nachgeladen habe. Ne, hier ist gar kein Jagdpanzer, das ist bloß ein Panther, Entschuldigung. So, ja, bleibt da stehen, Dankeschön. Klatsch, klatsch. Klatsch. Schon nochmal 380 Schaden gemacht und dann drei Kugeln getroffen. Und jetzt hat er nämlich nicht mehr viel Deckung. Die kann ich nicht schießen, auf den kann ich auch nicht schießen, deswegen bleibe ich bei dem. Inzwischen kann ich auch wieder auf ihn schießen. Klatsch. Klatsch. Oh, schade, ging nicht. Hat gar nicht getroffen. Und der ist an der Waffenblende irgendwie abgeprallt, glaube ich. So, jetzt kann ich ihn töten, wenn ich jetzt nachgeladen habe. Patsch. Patsch und der Käfer. Ja, das sind unsere ersten 700 Schaden auf dem Panther. Das fällt mal ein Stück nach vorne, weil ich ja auf die Sachen nicht mehr wirken konnte, die dort rumstanden. Wobei ich wohl den AC-48 hätte ich abwarten können, dass er zu mir kommt. Also ich habe nur gar keinen Schaden auf ihn gemacht. Und er ist schon wieder da. Wird schon wieder gleich verschwinden. Deswegen, ich fahre ja auch gerade wieder weg, weil ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, direkt vorne dran zu stehen. Dem E6 helfe ich schon noch, also bringe ich in Position, dem E6 zu helfen, wenn irgendwas über die Dünen fährt. So wie der da. Den habe ich aber im ersten Schuss nicht getroffen. Aber ich kann mal hier noch weiter hochfahren, dass ich ihn dann möglichst treffe. Zack. Zack. Und der E6 will mich aber haben und hat zum Glück daneben geschossen. Das ist ein bisschen Glück, hätte er ein bisschen mehr eingezielt, hätte mich locker treffen können. Und der AC ist aber nicht ganz so schlau. Zack. Zack. Und versucht jetzt den. Oder hat versucht wegzurammen, hat aber dann doch tot geschossen. Problem ist, der IS-6 rechts. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen, wo ich damals gespielt habe. Aber die beiden waren hochgekommen und haben mich zum Glück beide wieder nicht getroffen. So, zweiter Kill. Wir sind schon bei 1700 Schaden. Das macht echt Spaß gegen das Team. Die sich immer so mit ihren weichen Panzern vor mich positionieren, die sich da auf Entfernung draufholzen kann. Ist echt nicht so ganz schlecht.
Und vor allem unsere andere Seite hat auch gewonnen. Wir waren ja eigentlich unten bloß, sag mal, Aufhaltungsteam. Und hier fahre ich gerade mal so in die Mitte und sehe, dass ich da drauf wirken kann. Zack. Wirkungstreffer. Und den habe ich nicht getroffen. Und Das den habe muss ich irgendwie wehtun. gekettet. Was ein bisschen kacke ist, nur zu ketten. Und da bin ich aufgedeckt, weil dann WZ davor steht, was echt nicht schön ist. Aber ich kämpfe trotzdem. Erwischt. Auch wenn er wieder ausgeht. Da habe ich halt nur böse erwischt, ich weiß nicht genau warum. Hier hole ich mir zum Glück keinen mehr, weil 500 von einem Waffenträger ist schon ekelhaft. Wobei es noch kein richtiger Waffenträger ist, ist noch die Vorstufe, aber alles nicht so super. Und hier war ich wahrscheinlich der Scout für den ganzen Schaden. Unser pinker IS ist leider schon lange gestorben. Aber wir haben wieder 1900 Schaden plus in Blind Kill, aber was halt bei uns nicht viel Schaden sein kann. Uns geht ja noch weiter, wir fahren ja noch. Die zwei ADs existieren noch. Und ein IS-6, bei dem ich aber glaube ich so gut wie nirgendwo durchkommen kann mit meinem 150 Durchschlag. Auch wenn es hier grün anzeigt, Haben Sie nicht mal angekratzt? Der komme ich geht hier nicht glaube ich durch. nicht immer ansatzweise irgendwo durch. Ich versuche hier einfach zu ketten. Kritischer Treffer. Weil das noch das erfolgsversprechendste wäre für mich. Dort ist die Lorry leider weggefahren. Und dem kann ich eigentlich nirgendwo durchschießen. Sie nicht mal angekratzt. So, und das aber eine M44 offen, und da ich noch zwei Schuss habe, reicht das glaube ich Ging sogar noch. voll durch Ihre Panzerung. Nein, Der reicht nicht ging mehr. voll durch Hätte ich Ihre den dritten Schuss Panzerung. gebraucht. Aber sie fährt nicht weit genug weg. Erwischt. Da seht ihr mal, wie präzise diese Kanone ist. Wir haben Aber Sie dort nicht mal brauche ich halt angekratzt. frontan komplett nicht drauf schießen. Das habe ich irgendwie in dem Moment nicht realisiert, dass der IS-6 so hart gepanzert ist, dass ich dann nichts versuchen brauche. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Wir haben Sie nicht mal angekratzt. Wie gesagt, habe irgendwie keinen großen Erfolg. Der Colonel Baron und die Lorry kann das halt machen. So. Damit gewonnen, 4 Kills und über 2200 Schaden. Ist doch mal ein gutes Ende für ein Cherie. Und wie gesagt, normalerweise prallt bei dem nichts ab, egal aus welchem Winkel. Bis auf einen kleinen Abprall, den ich jetzt mal vor kurzem hatte, den zeige ich euch im Bonus. Ich hoffe, daran habt ihr viel Spaß und ja, wünsche damit erstmal viel Spaß. Jo, ihr seht, es steht hier schon 6-4, das ist so gut wie gewonnen, deswegen fahre ich mich mal ein bisschen vor, um mal ein bisschen aufzudecken. Und den Waffenträger auf Panzer 4 will ich mich eigentlich nicht so wahnsinnig gerne anlegen. Hat aber irgendwie nicht reagiert oder realisiert, dass ich neben ihm stehe. Und hier habe ich jetzt richtiges Glück. Treffer. Und da ist er oben an mir abgeprallt. Da ist gerade der Panzer 4. Hier seht ihr es. Oben an meiner Waffenblende abgeprallt. Der hätte mir mindestens 600 Schaden gemacht, sonst. Das ist schon ziemlich krass. Oh, kann ich sogar ganz langsam machen, okay. Und da kriege ich ja vom Borsig noch einen rein. Ja, das war der Bonus. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald.